Hallo zusammen, ich stehe hier bei einem kleineren Spediteur und hier haben wir diese Transcooler. Und wir haben jetzt hier einer der neuesten, der ist an sich noch nicht zugelassen. Wir haben hier Kompressoren BD120. Original, bis jetzt haben wir verbaut diese Steuerung 290. Und bei diesem Gerät war jetzt drauf die Nachfolgersteuerung 390. Die Steuerung ist hier bei den Kühlrippen richtig warm. Und bei hohen Temperaturen steigt der Kompressor aus. Wir wissen nicht warum. Geräte laufen im gleichen Raum, Geräte laufen nicht, aber alle mit dieser Steuerung. Wir machen jetzt hier diese Steuerung wieder drauf. Die alte meine ich. Eben hier diese Schraube, die dreht man ja rein und nicht raus. Zum Fixieren dreht man sie dann raus. Und im Anschluss sind die hier genau gleich. Wir haben hier oben Plus funkt ein bisschen. Und wir haben hier C und T mit dem Widerstand von 1500 Ohm. Vielleicht hören wir es. Der Kompressor fängt an zu laufen. Und hier auf F kommt der schwarze. Und auf Plus kommt der rote vom Ventilator. Also wenn ich hier dann dran gehe, jetzt wieder wegnehme, wieder dran gehe, fängt der Lüfter an zu laufen. Und so wäre das Aggregat hier. Wir erwarten in den nächsten 2 Tagen wieder erhöhte Temperaturen. Mal schauen, ob es an dieser Steuerung liegt. Jetzt haben wir wieder die alte drin. Hier mit Kondensator und Kondensatwasserverdunstung. Aber wir schauen, was jetzt hier an diesem Kühlsystem geht oder nicht geht.